Hallo und willkommen zum BM-Podcast mit Interviews und Projektmanagementwissen von Standardisierung bis Anwendung. Im Internet zu finden unter www.pm-podcast.de. Ich bin Andreas Heilwagen, Berater, Projektmanager und Fachautor. Unser heutiges Thema ist agiles Projektmanagement. Hype oder praxistauglich? Und dazu habe ich als Gesprächspartner Thorsten Sturm in der Leitung. Er ist freiberuflicher Projektmanager und Associate bei den PM Firefighters. Er ist ein Hamburger Anbieter von Projektmanagement-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Projekten in Schieflage. Hallo Herr Sturm. Hallo Herr Heilwagen. Jetzt redet die ganze Welt, vor allem die Blogs, viel über agiles Projektmanagement. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass da schon der Stein der Weisen gefunden ist. Können Sie den Begriff für uns etwas definieren? Das ist relativ schwierig. Unter Projektmanagement versteht man ja gemeinhin relativ umfassende Tätigkeiten, die dazu dienen, um ein Projekt zu initiieren, zu steuern, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Entsprechend Organisationen wie IPMA oder PMI haben da relativ umfangreiche Werke für geschaffen und relativ umfangreiche Vorgehensweisen vorgegeben, die jetzt momentan so das Bild des Projektmanagements etwas prägen. Agiles Projektmanagement kommt aus einer ganz anderen Ecke, nämlich eigentlich eher aus dem Produktionsbereich. Die Grundzüge des Ganzen liegen vorwiegend in dem Bereich Total Quality Control, also dem Toyota-System, wo man versucht hat, mit relativ geringen Einsatzmöglichkeiten, mit relativ kleinen Stellschrauben möglichst hohe Effizienzgewinne zu erzielen. Daraus hat sich in der Softwareentwicklung dann eine Methodik entwickelt oder eine Strömung entwickelt, die eben versucht hat, diese Produktionsmechanismen ein bisschen auf Softwareentwicklung anzuwenden und zu versuchen, möglichst frühzeitig in Qualität zu investieren, dafür viel Overhead dann auszulassen. Einer der Hauptvertreter des Ganzen ist Extreme Programming. Da wurde ja das Ganze, wie der Name Extreme schon sagt, etwas auf die Spitze getrieben. Parallel dazu hat sich aus diesem Produktionsbereich Lean-Bewegung etwas in den Managementbereich hineingezogen. Und da stammt eigentlich auch das, was heute als agil bezeichnet wird, her. Am besten fassend lässt sich das eigentlich über das sogenannte agile Manifest. In diesem agilen Manifest ist festgehalten, welche Grundwerte agiles Vorgehen letztlich hat. Also die Grundwerte sind, dass man Interaktionen und Individuen höher schätzt als Prozesse und Werkzeuge, dass man funktionsfähige Produkte höher schätzt als ausgedehnte Dokumentation, dass man die Zusammenarbeit mit dem Kunden höher schätzt als die Vertragsverhandlung und dass man das Eingehen auf Änderungen höher schätzt als die Verfolgung von konkreten Plänen. Das Ganze angewendet auf Projektmanagement hat verschiedene Methodiken hervorgebracht, von denen die momentan wohl bekannteste Scrum ist, die eben genau das sich zum Ziel setzen. Allerdings ist es zurzeit noch so, dass eigentlich praktisch alle agile Vorgehensmodelle für das Projektmanagement im Sinne von den vorhin erwähnten IPMA und PMI, ich sag mal, unvollständig sind. Man ist sehr stark im Bereich Durchführung, Kontrolle, Steuerung eines Projektes, hängt halt auch wieder mit diesem Produktionshintergrund zusammen, ist aber relativ schwach in den restlichen Bereichen, also sowas wie Initiierung eines Projektes, Abschluss, Behandlung von Dienstleistern, Qualitätsmanagement, Risikomanagement. Da sind halt noch sehr starke Defizite vorhanden, die es gilt in irgendeiner Form zu überbrücken. Ja, ich sehe da auch genau das Problem. Der Pimbook Guide vom PMI ist ein Framework, das man erst einmal mit Leben füllen muss für ein Unternehmen. Die IPMA bietet einem Kompetenzen, damit kann ich herausfinden, wie gut oder schlecht ist ein Projektmanager oder eine Organisation, wie hoch ist der Reifegrad. Trends 2 ist wieder sehr konkret und beispielsweise Scrum ist eigentlich nur eine Methode, mit der ich entwickle. Es gibt zwar einige seltsame Blogpostings, wo gesagt wird, Scrum ist eine richtige Projektmanagement-Methodik, aber die meisten Themen des Projektmanagements werden, wie Sie schon angesprochen haben, gar nicht so richtig angefasst. Glauben Sie, dass diese agilen Entwicklungsmethoden das Potenzial haben, tatsächlich mal Projektmanagement-Methodiken zu werden? Doch, das glaube ich schon. Ich bin noch nicht so ganz einverstanden mit der Aussage, das wäre nur eine Methode. Also Scrum an sich klingt halt relativ einfach. Man hat ein sehr einfach gehaltenes Modell. Man hält sich an wenigen Prinzipien auf, hat eine geringe Anzahl von Rollen, eine geringe Anzahl von
Meetingform von Artefakten, die innerhalb des Projektes erzeugt werden sollen. Das ist per se aber eigentlich noch kein wirklicher Nachteil. Das ist ja eigentlich auch das Wesen von Agilität, dass man versucht, Overhead, soweit es geht, zu eliminieren. Natürlich kann man es nicht so weit eliminieren, dass man wichtige Sachen gar nicht mehr macht, also sowas wie Risikomanagement, Qualitätsmanagement. Da wird man von entsprechenden Evangelisten sehr schnell die Antwort kriegen, ja, das ist ja alles eingebaut und die Art und Weise, wie wir mit Planung umgehen, wie wir mit dem Kunden umgehen, wie wir mit Timeboxing umgehen, führt letztlich dazu, dass wir implizit Risikomanagement, Qualitätsmanagement betreiben. Das persönlich halte ich wiederum für Blödsinn. Das trifft sicherlich zu einem Teil zu, nämlich den Teil, der direkt durch die darin handelnden Personen abgedeckt ist, das ist vorwiegend das Team und die direkt am Team hängenden weiteren Rollen beinhaltet. Aber insbesondere Qualitäts- und Risikomanagement in, ich sag mal, traditionellen Projektmanagement-Methoden sind doch sehr viel mehr als das und gehen auch über diesen relativ engen Tunnelblick doch sehr weit hinaus. Da sind agile Methoden noch nicht so weit und ich halte es auch für relativ schwierig zu sagen, okay, wir finden einen absolut agilen Weg, der jetzt völlig neu ist und völlig anders ist als das, was wir bisher gemacht haben. Das sollte aus meiner Sicht auch gar nicht das Ziel sein. Ich denke, dass die Methoden, die am Markt etabliert sind, die über entsprechende Institutionen vertrieben werden, also sowas wie ITMA, wie PMI, PRINCE2 oder ähnliche, dass sie durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und dass sie auch gezeigt haben, dass sie gute Werte vermitteln, dass sie gute Vorgehen haben und dass sie auch gute Ergebnisse liefern können, wenn die richtigen Leute damit arbeiten. Warum soll man sich diese Erfahrung nicht zunutze machen und versuchen, das doch etwas neuere, agile Vorgehen darüber zu befruchten und das Ganze dann entsprechend auszudehnen, um dann doch wiederum zu einer ganzheitlichen Methode zu kommen. Die ist dann vielleicht nicht agil im Sinne der absoluten Agilitätsverfechter, aber sie beinhaltet die agilen Grundzüge, sie beinhaltet die Vorgehen und Methoden, die jetzige agile Methoden und vielleicht auch zukünftige dann vorgeben können. Aber sie ergänzen das Ganze um traditionelle, bewährte Methoden, die nicht nur auf Management- und Kundenseite die Leute eigentlich schon kennen, sondern die auch schon gezeigt haben, dass sie eben Erfolg haben und erfolgreich sind. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Die agilen Methoden liefern deutlich häufiger erfolgreiche Projekte. Und ich denke mal, ich habe mir die Mühe gemacht, den PMBOK Guide mal abzugleichen mit Scrum. Das ist durchaus kompatibel. Der PMBOK Guide liefert noch viele Themengebiete, die in Scrum zum Beispiel nicht abgedeckt sind, wie beispielsweise das ganze Procurement. Es muss auch nicht unbedingt im Kontext von Projektmanagement abgehandelt werden. Aber aus meiner Sicht ist diese gegenseitige Befruchtung ein Erfolgsrezept. Man muss jeweils sehen, dass das, was an altem Prozessverständnis gelehrt wird, dass das angepasst wird auf die agile Denkweise. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel agiler Projektmanager werden will, was mache ich denn dann? Beim klassischen Projektmanager weiß ich, da kann ich mich zertifizieren lassen und laufe die üblichen Trampelpfade. Ja, Zertifizierung gibt es bei agilem Projektmanagement in der Tat auch. Das kann man allerdings noch nicht wirklich vergleichen. Also wie gesagt, die momentan bekannteste agile Methode ist wohl Scrum. Scrum profitiert davon, dass die Leute, die dahinter stehen, ein extrem gutes Marketing betreiben. Das beinhaltet natürlich auch, dass man sich in eine Richtung bewegt, die traditionelle Methoden schon längst vorgegeben haben, nämlich so etwas wie Zertifizierung. Es gibt für Scrum Zertifizierung als Certified Scrum Master, als Certified Product Owner, und darüber hinaus noch weitere, die bis vor kurzem tatsächlich eigentlich nur Besuche von entsprechenden Seminaren gewesen sind. Dann hat man sein Zertifikat bekommen und das war's. Man musste nichts nachweisen, nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einem PMP, bei dem man ja entsprechende Erfahrungen nachweisen muss und über eine Prüfung dann auch zeigen muss, dass man das, was PMI ausmacht, auch so einigermaßen verstanden hat. Das versucht man jetzt bei Scrum ein bisschen auch in die Wege zu leiten. Es gibt jetzt tatsächlich Prüfungen für die Einstiegszertifizierung Certified Scrum Master und Certified Scrum Product Owner und man versucht das Ganze halt tatsächlich dem traditionellen Vorgehen auch auf der Ebene ein bisschen weiter anzugleichen, um da kulturell auch die Unterschiede und ich sag mal die Lücken zwischen den einzelnen Bereichen ein bisschen zu überbrücken. Andererseits ist es eben so, dass ein agiler Projektmanager
doch ein bisschen andere Aufgaben hat als ein traditioneller Projektmanager. Also abgesehen davon, dass es in der Ursprungsdefinition von Scrum so etwas wie ein Projektleiter überhaupt nicht gibt als Rolle. Genau. Was ich persönlich für einen Konstruktionsfehler dabei halte, aber das ist meine eigene Meinung dazu. Ist es so, dass es mehr eine Art kulturelles Umdenken ist. Also natürlich muss man, wenn man so die Soft Skills zu Rate zieht, auch als agiler Projektmanager kommunikationsstark sein, man muss Konflikte bereinigen können, man muss ein Team führen können. Also all die Sachen, auf die insbesondere IPMA natürlich sehr viel Wert legt, die muss auch ein agiler Projektmanager beherrschen. Was ein bisschen in eine andere Richtung geht, ist die Art und Weise, wie ein Projekt geführt und gesteuert wird. Sehr oft erlebt man, dass in traditionellen Projekten Projektmanager sehr starkes Mikromanagement betreiben. Also ganz extrem ausgedrückt, ich bereite am Wochenende für jeden meiner Teammitglieder einen Zettel vor, lege ihn Montag auf dem Schreibtisch, was er die Woche über zu tun hat und kontrolliere dann, ob er das auch tatsächlich gemacht hat. Ganz besonders schlimm finde ich persönlich Projekte, in denen Leute ankommen und 500 Zeilen Gantt-Chart aus MS Project heraus generieren und dann sagen, ja, wir wissen genau, wie das funktioniert und da sind die Ressourcen im Einzelnen festgelegt und das ist genau der Plan und so wird es sein, vielleicht 12 Monate in die Zukunft, ist eine tolle Glaskugel. Sowas macht ein agiler Projektmanager nicht. Weder dieses Mikromanagement, diese Form von feingranularer Steuerung wird in Scrum und in vielen anderen agilen Methoden dem Team überlassen. Noch diese feingranulare Planung und so tun, als ob man in die Zukunft blicken könnte. Da steht halt so die Transparenz im Weg, die agile Methoden eigentlich auch propagieren. Und Transparenz bedeutet da halt nicht nur, dass man ehrlich dem Kunden gegenüber ist, an welchem Stand man tatsächlich ist, sondern die Transparenz bedeutet auch, dass man von vornherein sagt, man weiß nicht, was in 12 Monaten sein wird und man kann auch jetzt nicht sagen, man kann auch jetzt nicht planen, wie es in 12 Monaten aussehen wird, das geht einfach nicht. Das ist für manche Ohren ein bisschen brutal transparent und mancher Projektmanager sieht sich da ein bisschen auch zurückgesetzt und gerade der Verlust dieses Mikromanagements ist auch ein bisschen Kontroll- und Machtverlust. Man muss, glaube ich, als agiler Projektmanager da einfach ein bisschen drüber stehen und sehen, dass es einem die Möglichkeiten gibt, sich viel stärker um die wirklich wichtigen Sachen innerhalb des Projektes zu kümmern, die vielleicht gerade über exzessives Mikromanagement ein bisschen zu kurz kommen. Insofern, es ist ein bisschen ein Loslassen als agiler Projektmanager. Ja. Es ist auch in gewisser Form ein Vertrauensvorsprung, den man insbesondere seinem Team entgegenbringen muss. Den muss das Team sich natürlich über die Zeit auch verdienen und man muss dann auch als Projektmanager ein waches Auge darauf haben und gucken, dass das Team dieses Vertrauen auch wirklich rechtfertigt. Aber man geht nicht mit einem misstrauischen, dirigistischen Ansatz vor, sondern man geht eigentlich eher kooperativ an die ganze Sache ran. Das ist tatsächlich für viele, insbesondere langjährige, traditionelle Projektmanager sowas wie ein Kulturschock. Ja, also das Resümee für mich ist, jetzt auch vor dem Hintergrund meiner bisherigen Erfahrungen, die Rolle des agilen Projektmanagers ist noch nicht klar definiert. Sie entsteht quasi aus den Erfahrungen, die man gewonnen hat mit agilen Entwicklungsmethoden wie Scrum oder Extreme Programming. Aber es gibt auch noch nicht wirklich eine Einigkeit weltweit, wie das aussieht. Bei einem Projektmanager kann ich ja ziemlich genau unterscheiden, wie der in einer projektorientierten Organisation bis hin zu einer Stabsfunktion aufgestellt ist und welche Macht er hat und wie er vorgeht. Beim agilen Projektmanagement fehlt mir das noch komplett. Ja, das ist in der Tat so. Die agilen Methoden, also viele von den agilen Methoden sehen so eine Rolle wie den Projektmanager gar nicht so richtig vor. Da wird halt gesagt, es gibt ein hehres Konzept, das sich Selbstorganisation nennt. Und diese Selbstorganisation wird da bis auf die Spitze getrieben. Also Scrum beispielsweise kennt innerhalb des Projektes eigentlich nur 3 Rollen. Das ist der Scrum Master, das Team und der Product Owner. Der Scrum Master ist eigentlich sowas wie ein Schiedsrichter und Kümmerer, also jemand, der darüber wacht, dass die Regeln, die Scrum beinhaltet, vom Team auch wirklich eingehalten werden und der sich darum kümmert, dass Probleme, die dem Team bei der optimalen Leistungserbringung im Wege stehen, ausgeräumt werden. Der Product Owner ist platt gesagt der Kunde, also zumindest ein fachlicher Vertreter, der für den Kunden fachliche Entscheidungen innerhalb des Projektes treffen kann. Mhm. Und das Team ist halt das Team, wobei agile Projekte cross-funktionale Teams beinhalten. Das heißt, es gibt halt kein QA-Team und kein Datenbank-Team, sondern man setzt die Teams so zusammen, dass alle
alle Skills, die benötigt werden innerhalb des Projektes, innerhalb des Teams auch repräsentiert sind. Es gibt auch eigentlich nicht sowas wie, ich sag mal, Besitzstände oder eigene Höfe, die man so verteidigen muss, weil letztlich dafür gesorgt werden soll, dass das Team als Ganzes die Leistung erbringt und dementsprechend auch das Team als solches hinter diesen Techniken stehen muss. Heißt letztlich auch, ein Entwickler muss testen, muss sich um Qualitätsmanagement kümmern und ein Qualitätsmanager muss sich auch darum kümmern, dass das GUI-Design vernünftig ist. Also das muss man natürlich nicht bis ins Äußerste treiben, aber das Team ist letztlich als Kollektiv für den Erfolg verantwortlich. Ein Projektmanager kommt in diesem Kontext überhaupt nicht vor. Das liegt aber auch daran, dass die Grundkonzeption von Scrum die restlichen Aufgaben, die ein Projektmanager tatsächlich hätte, auch gar nicht vorsieht. Wie gesagt, sowas wie Qualitätsmanagement, Risikomanagement, das existiert da überhaupt nicht. Also das wird nicht erwähnt, beziehungsweise es fallen dann mal so Sätze wie der erfahrene Teammitarbeiter weiß ja, was zu tun ist. Ja, aber woher hat er die Erfahrung? Er hat sie natürlich darin gesammelt, dass er in anderen Projekten anders vorgegangen ist und gesehen hat oder selber gemacht hat, wie man mit diesen Punkten, mit diesen Aufgaben tatsächlich umgeht. Insofern, meine persönliche Sicht darauf ist, natürlich gibt es einen Projektleiter in agilen Projekten. Viele sagen, der Scrum Master ist der Projektleiter in einem Scrum-Projekt. Dem würde ich widersprechen. Der Scrum Master ist vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Teamleiter, aber auch nicht wirklich, weil er dem Team, also er hat keine Weisungsbefugnis dem Team gegenüber, sondern die einzige Weisungsbefugnis, die er hat, ist bezüglich der Regeln, die Scrum beinhaltet. Das heißt, man muss pünktlich sein, man muss Definitions of Done einhalten, also da gibt es verschiedene Sachen, auf die ein Scrum Master tatsächlich achten muss. Aber er hat keine Weisungsbefugnis im Sinne von, du machst jetzt das, beziehungsweise nee, du darfst nicht in Urlaub gehen, du musst jetzt da bleiben, weil wir ganz wichtige Aufgaben vor der Brust haben. Solche Weisungsbefugnis gibt es dann nicht. Meines Erachtens nach ist am ehesten noch eine Erweiterung der Product Owner Rolle in Richtung Projektleiter zu verstehen, weil der Product Owner sowieso zumindest im Kontakt mit dem Kunden sein muss, in relativ engen Austausch, um die fachlichen Fragen auch zu beantworten. Und da kommt man schon sehr schnell in die Richtung Stakeholder-Management und Kommunikation mit dem Kunden. Und wenn man diese Rolle entsprechend erweitert und mit den Möglichkeiten ausstattet, die ein normaler Projektmanager in einem traditionellen Projekt haben würde, dann ist man schon sehr schnell in einer ähnlichen Richtung. Wie gesagt, diese ganze Frage Mikromanagement, feine Kontrolle des Teams, das gibt es in agilen Projekten alles gar nicht. Wir gehen davon aus, dass die Teams selbst organisierend sind, ihre Arbeit selbst verteilen und auch dafür sorgen, dass diese Arbeit effizient erledigt wird. Die Kontrolle, die der Projektleiter dann ausübt, ist auf Ebene des Teams, was natürlich dann ermöglicht, die frei werdende Zeit dann für andere Sachen, für die Kommunikation mit den Stakeholdern, für Vertragsmanagement, für Risikomanagement, für Qualitätsmanagement aufzubringen. Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was agiles Projektmanagement oder die agile Projektmanagerrolle in der Praxis ausmacht. Und man sieht, dass halt nicht eine wissenschaftliche Definition top-down angerauscht kommt, sondern letztendlich wir uns in einer Phase befinden, wo aus der Praxis heraus diese Rolle sich entwickelt. Und irgendwann wird sie sicherlich auch mal sauber definiert werden, wenn man genügend Erfahrung gesammelt hat. In der Vorbereitung für diesen Videopodcast hatten Sie erwähnt, dass Sie einen großen Kunden aus der Medienbranche in Süddeutschland betreuen und gegenüber der empfohlenen Co-Location von Team und Product Owner in Scrum sind diese Gruppen tatsächlich getrennt. Wie haben Sie dort agiles Projektmanagement erfolgreich eingesetzt? Ja, also die Vorgabe war tatsächlich nach Scrum vorzugehen. So wie Scrum normal definiert ist, funktioniert das in der Konstellation natürlich nicht. Wie gesagt, der Kunde selber sitzt in Süddeutschland, der Auftragnehmer, der die Umsetzung vornimmt und damit auch das Team, sitzen in Norddeutschland. Das ist alles andere als co-located, zwar nicht in anderen Zeitzonen, aber zumindest räumlich deutlich getrennt. Insofern ist es halt schwierig, insbesondere die Nähe von Product Owner und Team, die eigentlich in Scrum gefordert ist, aufrechtzuerhalten. Wir haben uns daher für eine Variante entschieden, die was viele inzwischen als Proxy Product Owner nennen, eine neue Rolle einführt, nämlich eben diesen Proxy Product Owner, der quasi der lokale Vertreter des Product Owners beim Entwicklungsteam ist. Dieser lokale Vertreter übernimmt die fachlichen Entscheidungen gegenüber dem Team
ist dadurch, dass er sich natürlich mit der fachlichen Materie sehr intensiv auseinandersetzt, dazu in der Lage, viele Entscheidungen selbstständig und ohne Rückfrage zu treffen, ist aber auch natürlich auch gefordert, entsprechende vorbereitende Tätigkeiten und auch Fragestellungen mit dem Kunden zeitnah zu erörtern. Das ermöglicht. Ist dieser Proxy Product Owner jetzt ein Mitarbeiter vom Auftragnehmer oder ein Mitarbeiter tatsächlich vom Auftraggeber? Nein, es ist im Prinzip ein Mitarbeiter des Auftragnehmers. Im konkreten Fall fülle ich diese Rolle aus. Also ich fülle sozusagen die vorhin schon erwähnte Erweiterung des Product Owners in Richtung Projektleiter aus und diese Rolle des Proxy Product Owners. Das heißt, meine Aufgabe besteht selbstverständlich sowieso darin, Kontakt mit dem Kunden zu halten, aber insbesondere auch eben diese fachlichen Fragen mit dem Kunden zu klären, beziehungsweise die fachlichen Anforderungen mit dem Kunden auch im Vorwege zu diskutieren. Ich sitze Gibt es davon nochmal einen getrennten Scrum Master dann im Team? Ja, einen Scrum Master haben wir im Team, der ist unabhängig von dem der ist unabhängig von dem Auftraggeber. Also wir haben ein eigenständiges Team mit einem eigenen Scrum Master und einem Proxy Product Owner, die alle beim Auftragnehmer sitzen. Der Kunde stellt in diesem Zusammenhang eigentlich nur den normalen Product Owner. Ist es dann so, dass der Kunde am Ende eines Sprints nach Norddeutschland fährt und sich dort das Ergebnis ansieht? Oder machen Sie dann tatsächlich auch die Abnahme von den Sprintergebnissen? Auch das ist ein bisschen kaskadierend. Wir machen eine interne Abnahme, das heißt, der Proxy Product Owner macht eine Abnahme des Sprintergebnisses gemeinsam mit dem Team am Ende eines Sprints. Und wir präsentieren dann dem Kunden, insbesondere natürlich dem Product Owner, dann das intern abgenommene Ergebnis noch einmal zur weiteren Abnahme. Wo das stattfindet, ist dann wechselnd. Also zum Teil wird der Vertreter des Kunden sicherlich nach Norddeutschland kommen. Zum Teil machen wir es remote, zum Teil machen wir es in Süddeutschland. Hängt ein bisschen davon ab, welche Aufgaben wir innerhalb des Sprints tatsächlich erledigt haben und wie komplex es in der Erklärung ist, wie das Ganze tatsächlich funktionieren soll. Wir haben zusätzlich die Planung noch ein bisschen aufgeteilt. Also wir machen nicht nur eine Sprintplanung, sondern wir machen auch eine Release-Planung. Und die Releases fassen mehrere Sprints zusammen und werden dann noch einmal gezielt in einem größeren Aufwand konzentriert vom Kunden mit den betroffenen Fachabteilungen zusammen abgenommen. Gut, die Releases sind glücklicherweise Scrum-konform. Der Proxy-Product-Owner ist ein Novum. Haben Sie den irgendwo schon in der Literatur oder in anderen Stellen im Internet oder auf Konferenzen kennengelernt oder ist das tatsächlich eine Neuentwicklung, die bei Ihnen entstanden ist? Ja, das würde ich mir gerne ans Revier heften, aber ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Die Problemstellung tritt natürlich relativ schnell auf, wenn man für Firmen arbeitet, die Auftragsdienstleistungen erzeugen. Also Softwareentwicklungsfirmen, die im Auftrag von Kunden Software erstellen, stehen halt ständig vor diesem Problem, dass die eigenen Teams natürlich nicht direkt beim Kunden sitzen, sondern vorwiegend in-house und der Kunde irgendwo anders ist. Selbst wenn er nur eine Straße weiter ist, ist man immer noch nicht co-located. Das heißt, das ist ein relativ gängiges Problem. Das findet auch entsprechend Widerhall in einschlägigen Foren und Blogs. Dieser Begriff Proxy Product Owner, den habe ich tatsächlich bis jetzt erst einmal gesehen, und zwar in dem Blog Leading Answers. Kann aber durchaus sein, dass der schon an manch anderer Stelle aufgetreten ist. Es ist aber so, dass in den unterschiedlichen Foren und den unterschiedlichen Blogs die Problemstellung schon mehrfach diskutiert ist und die allgemein favorisierte Lösung tatsächlich diese ist. Die Benennung dieser Rolle ist dann ab und zu ein bisschen anders, aber es scheint momentan die favorisierte Lösung zu sein. Und wir haben damit in dem Projekt bis jetzt auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und welche Nachteile hat diese Rolle? Wo haben Sie das Gefühl, da wäre es wirklich besser, wenn der Kunde on Site wäre wie bei Scrum? Naja, es ist natürlich schon ein gewisser Zeitversatz da, wenn man auch wirklich größere Probleme innerhalb der Umsetzung trifft. Natürlich hat der Proxy Product Owner einerseits die Aufgabe, sich intensiv mit dem fachlichen Thema auseinanderzusetzen, aber er ist halt kein Anwender und er ist auch nicht wirklich ein echter Vertreter des Kunden, der die Materie in- und auswendig kennt. Ich habe zwar schon in dem einen oder anderen Projekt auch im Medienbereich gearbeitet, aber die Thematik von dem Projekt, das ich jetzt bearbeite, ist auch für mich tatsächlich neu. Insofern hat man als Proxy Product Owner eben immer die Aufgabe, sich in die Domäne des Kunden sehr intensiv einzuarbeiten
und hat einen sehr hohen Kommunikationsaufwand mit dem tatsächlichen Product Owner. Der ist dann natürlich ein bisschen davon befreit, quasi rund um die Uhr für das Team als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Und man filtert natürlich auch ein bisschen die Fragestellung heraus, ist also auch ein bisschen sowas wie ein Übersetzer. Ist ja oftmals so, wenn man mit technischen Teams zusammenarbeitet, die sprechen so ein bisschen ihre eigene Sprache, und wenn man dann irgendwie fachliche Anwender hat, die sprechen eine ganz andere Sprache, und da so eine Übersetzung hinzukriegen, ist ja nicht so ganz einfach, ist ja aber eigentlich auch eine Leistung, die ein Projektleiter zumindest in Teilen mit zu erfüllen hat. Insofern fällt das einfach damit ab. Aber wir haben eben die Erfordernis, dass man als Proxy Product Owner sich sehr intensiv mit der Anwendungsdomäne des Kunden auseinandersetzt. Also im Prinzip so die gleichen Probleme, die bei einer Delegation einer beliebigen Fachaufgabe auftreten. Im Prinzip ist es genau das Gleiche, ja. Also selbst wenn Sie in einem traditionellen Projekt sehen, dass Sie bestimmte Teilaspekte des Projektes an Fachabteilungen auslagern oder an Personen auslagern, die jetzt nicht direkt mit der Fachlichkeit zu tun haben, treffen Sie auf genau die gleiche Schwierigkeit, und Sie haben letztlich genau die gleichen Lösungen, die da eingebracht werden. Die Aufgaben sind manchmal ein bisschen anderes, aber die Problemstellung ist schon ziemlich vergleichbar. Für welche Organisationen und Unternehmen ist aus Ihrer Sicht agiles Projektmanagement oder eine aufgebohrte agile Entwicklungsmethode geeignet? Prinzipiell kann man das natürlich in allen Organisationen und allen Unternehmen etablieren. Es ist natürlich relativ schwierig zu sagen, man hat schon sehr festgefahrene Formen, sehr festgefahrene Vorgehen, die man hat. Also viele, gerade große Konzerne, haben ja eigene Abteilungen, die sich damit befassen, wie man Projektmanagement betreibt und wie man Projekte überhaupt durchzuführen hat. In solchen Organisationen ist es manchmal relativ schwierig, einen entsprechenden Schwenk hinzukriegen. Ja. Letzten Endes ist es so, dass die gesamte agile Bewegung eigentlich aus der Softwareentwicklung kommt. Insofern bewegen wir uns momentan vorwiegend in Unternehmenskreisen, die viel mit IT zu tun haben, beziehungsweise in Organisationen, die viel mit IT zu tun haben. Sehr sinnvoll ist es aus meiner Sicht für Unternehmen wie das, für das ich momentan zum Beispiel arbeite, das selber als Auftragnehmer für Softwareprojekte auftritt und eigene Teams damit beschäftigt, dass sie im Kundenauftrag Software entwickeln. Da kann man sehr schnell sehr gute Ergebnisse erzielen. Man ist sehr flexibel dabei, wie man innerhalb des Unternehmens mit den Projekten umgeht. Und man ist auch sehr flexibel mit den Kunden zusammen, ohne dass die Kunden selber tatsächlich jetzt so extrem agil werden müssen. Dauerhaft ist man in einer Organisation allerdings mit agilen Methoden nur erfolgreich, wenn man diese, sagen wir, kulturelle Änderung, die Agilität mit sich bringt, auch durch die ganze Organisation durchzieht. Man kann über eine begrenzte Zeit auch so eine Mischform betreiben, aber so die richtigen Vorteile spielt die Agilität erst auf, wenn die gesamte Organisation damit zufrieden ist. Und für welche Organisation ist sie jetzt nicht geeignet? Was sind so die Pain Points, die man vermeiden sollte? Ja, aus meiner Sicht ist es weniger eine Frage der Organisation als mehr der Arbeit, die man tatsächlich durchführt. Wofür es relativ ungeeignet ist, sind Aufgaben, die sehr festgelegt werden. Also Projekte, wo sehr klar ist, was das Ziel ist, das sehr scharf umrissen ist. Man sehr genau weiß, welche Aufgaben hat man zu tun. Meine Standardbeispiele stammen so mehr oder weniger meist aus der Bau- oder Fertigungsindustrie. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel bei Airbus ein Flugzeug nicht gerne agil baut, und ich möchte auch, glaube ich, nicht in ein agil gebautes Flugzeug einsteigen. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, dass man den Prototypen für den Nachfolger eines bestehenden Modells agil erstellt, weil man da eben noch nicht so hundertprozentig weiß, wie das Ziel aussehen wird. Man hat so grob umrissene Zielvorstellungen, meinetwegen, wie viele Leute mitgenommen werden sollen, 30% weniger Energieverbrauch, eine bestimmte Geschwindigkeit, ähnliche Vorgaben. Man weiß natürlich prinzipiell, wie ein Flugzeug auszusehen hat, das gibt ja schon die Aerodynamik vor, aber da drin gibt es halt noch sehr viel Spielraum, innerhalb dessen man sich bewegen kann. Man sieht halt nur so jetzt den A380, das hätte vor 20 Jahren keiner für möglich gehalten, dass so ein Riesenvogel überhaupt fliegen kann. Und diesen Prototyp zu entwickeln, das ist schon eine gute Aufgabe für ein agiles Projekt, auch für agiles Projektmanagement. Letztlich in Serienfertigung das Ding zu bauen, das ist dann schon eher traditionell zu handhaben. Das ist wahr. Also ich habe meine Standardbeispiele eher aus der IT. Ich habe zum Beispiel mal 1000 Rechner in einem
Umzug zwischen verschiedenen Datacentern zu bewegen gehabt, mit verschiedenen Zulieferern, einem größeren IT-Team. Und das ist eine Sache, da geht man ganz klar klassisch vor. Denn da gibt es keine Möglichkeit, irgendwo vom Pfad abzuweichen, sonst kommt es zu Ausfällen im Betrieb oder großen Risiken. Dagegen in Softwareprojekten, gerade wenn man innovativ ist, dann ist das Ziel ja ein Moving Target, wie man es so nennt. Und da ist, glaube ich, Agilität perfekt, weil gerade der Product Owner on-site ja auch sehr gut Einfluss nehmen kann, auch wenn das Scrum wieder reglementiert. Er darf nicht immer Einfluss nehmen, sondern das Team hat auch dann im Sprint seine Ruhe, um einfach mal die Aufgaben abzuarbeiten. Es gibt eine relativ unbekannte agile Projektmanagement-Methodik, die sich sinnigerweise Agile Project Management nennt. Die ist von Jim Highsmith. Der hat ein Projekt quasi in sowas wie Phasen unterteilt und hat diese Phasen Envision, Speculate und Explore genannt. Und ich finde, das trifft relativ gut. Also ob man jetzt mit diesen Phasen einverstanden ist, ist eine andere Frage. Aber diese Begriffe zeigen doch deutlich, dass man sich innerhalb eines agilen Projektes halt bevorzugt in Bereichen bewegt, die nicht klar umrissen sind, wo man eben vielleicht gewisse Vorstellungen hat, aber kein präzises Bild davon, wie das Ziel am Ende sein soll. Also man spekuliert, man untersucht, man versucht etwas zu entdecken, einen neuen Weg zu entdecken oder die richtige Richtung zu entdecken. Alle Projekte, die für sich in Anspruch nehmen würden, ja, mit solchen Begriffen könnte man in unserem Projekt gut vorankommen. Die sind, glaube ich, sehr gut für agiles Projektmanagement geeignet. Und so spekulieren wir fleißig weiter, wie am Ende die standardisierte Rolle des agilen Projektmanagers aussehen wird. In der Tat, ja. Das ist noch eine sehr spannende Frage. Momentan ist es ja tatsächlich so, Scrum ist der Hype auf dem agilen Projektmanagement-Markt. Das muss man einfach so sagen. Die betreiben ein extrem gutes Marketing, haben Leute dahinter, die, ich glaube, 360 Tage im Jahr um den Globus reisen und Vorträge über Scrum halten, haben eine sehr große und sehr lebhafte Community hinter sich versammelt. Ich glaube, erst wenn wirklich auch in den Spitzen dieser Community angekommen ist, dass Scrum alleine, zumindest in der Form, wie es jetzt definiert ist, eben nicht die vollständige Wirklichkeit eines Projektes ausmacht, dann werden wir die Diskussion dazu führen können, dass auch von sich aus agile Projektmanagement-Methoden sagen, ja, wir brauchen einen Projektleiter. So dass Scrum sagt, ja, wir haben eine Rolle vergessen oder wir müssen eine der Rollen erweitern. Von der anderen Seite gibt es diese Annäherung. Also das PMI zum Beispiel hat sich im letzten Jahr sehr offen dazu bekannt, dass sie agile Methoden zumindest untersuchen wollen. Es gibt eine agile Community of Practice, also sowas wie eine Arbeitsgruppe innerhalb des PMI, die sich damit befasst, die auch relativ lebhaft ist. Ich war jetzt im Anfang Mai im Mailand auf dem PMI Global Congress. Da ist das Thema Agilität auch ein sehr großes gewesen. Sehr viele von den Projektmanagern, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr davon angetan, agile Vorgehen einzusetzen, agile Methoden einzusetzen, haben aber auch genau wie ich die gleichen negativen Auswirkungen darin gesehen, wenn man sich nur auf agiles Vorgehen beschränkt und haben die gleiche Einstellung, sagen, ja, wir können das mit traditionellen Methoden gerne ergänzen, an bestimmten Stellen sind die einfach noch stärker, noch besser definiert, noch klar erfolgreicher, aber für andere Sachen, für andere Teile des Projektes sind agile Methoden sicherlich eine hervorragende Ergänzung. Ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Vielen Dank. Das war der PM Podcast. Alle Folgen finden Sie im Internet unter www.pm-podcast.de. Über iTunes können Sie den Podcast abonnieren und automatisch jede neue Folge auf Ihren MP3-Player oder Ihr Smartphone kopieren. Und was machen Sie bis zur nächsten Episode? Lesen Sie meinen Blog unter blog.pjmb.de, der Heimat des PM-Podcasts. Vielen Dank und auf Wiedersehen.